Habe ich schon erwähnt, dass es Spaß macht, den Man da zu spielen? Ich meine, ich hätte nicht gewusst, wie ich jetzt es geschafft hätte, da wegzukommen. Aber sie sofort. Bam. Da müssen wir lang. Super. Oh, ich muss mich kurz heilen von dem Feuer. Und der Explosion. Da setzen wir es direkt durch ein neues. Okay, weg hier. Holy shit. Ja doch, ich spiele es noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen weiter, ich habe Zeit. Keep it together, huh? Danach spiele ich vielleicht auch noch. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. We saw it off the security team. Can you get up here? We're trapped. Elevator's out. You're right by systems and synthetic storage. There's all kinds of stuff to fix it. We don't know where to look. Boot up a requisitions android. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. They're friendly unless you do something unauthorized. The hell was that? We're jumping in shadow. Ich hab mich kurz gesehen. Ein Kumpel von mir hatte die Theorie mit dem, ob das, wenn das Alien einen hören kann durch das Mikro, dass man hier in Sound, eine Option bei Audio, dass man hier anstatt auf Speakers wahrscheinlich auf Kopfhörer stellen muss. Was ich jetzt am besten noch mache, fällt mir gerade ein, weil dann ist der Sound ja eigentlich sogar noch besser. Ach, das ist ja geil. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob man es direkt hört, weil der Sound ist schon ziemlich, ziemlich geil, aber ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es noch ein bisschen dynamischer sein könnte. Also ich probiere es mal aus. Wahrscheinlich kann es Alien uns ab jetzt hören. Ich bin mir nicht ganz sicher. This whole station's gone to shit. We've only done what we had to. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde. Placebo-Effekt, dieses, wenn man sagt, es ist besser, dann glaubt man es auch. Ich glaube, es ist minimal, dass der Sound jetzt minimal besser ist. Oh gut, ja gut, die andere Richtung. Das war jetzt pures Glück. Das war wirklich pures Glück. Ich hatte erst nicht gesehen, dass er da ist.
effizienteste Art, das erste, was mir immer einfällt, ist das Alien auf die Typen hetzen. Das ist die beste Art, um mit dem rauszukommen. So irre das auch klingt. Sieht nämlich, wenn ich so gehe. Ich hoffe nicht. Ah doch, ich mach's lieber nicht. Oh, das ist der Computer Weed. Ach ja, den muss man ja nachladen, stimmt. Zack. Und noch was. Eine EMP-Mine kann ich bauen. Ja. Gut. Die kann ich nicht nachladen, die ist schon voll. Sehr gut. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer als vorher. Das Vieh ist immer noch hier. Können wir speichern? Das mache ich aber noch nicht. Ich gucke erstmal, was hier ist. Sevastolink. Working Joe Spiel. Spiel? My Spiel for potential clients today. My Spiel. Welcome, gentlemen. Welcome to the buzzing heart of the Vasco Synthetic Solution. Next up on our tour will be the Systex Spy on the Apollo core itself. But first, an example of Android self-governance. When Apollo Synthetics require a little more care than the repair wards can provide, they come here. We believe this is the first rollout of fully automated synthetic-to-synthetic medical intervention. No human expertise required, no costly human surgical training. All data streamed directly from Apollo and every incision recorded in its logs. This is the future, gentlemen. Tomorrow together. Also sich selbst reparierende Androiden, okay. Das heißt, die halten sich selber gegenseitig im Schuss. Und das könnte uns den Arsch beißen. Russell, upstairs want a full rundown on what we've got stacked in component storage. There's some useful stuff in here, some junk. We want value as to, ne? Okay. Müssen wir mal gucken, ob es noch wichtige Sachen gibt. Ups, ich mein Q. Ja, da wollten wir, möchte einer wissen, da möchte einer, wollte so eine Inventarliste quasi haben. Gut, speichern wir. Wir sind aber schon weit gekommen. Aber ich kann schon mal sagen, das Spiel ist überraschend lang für ein Horror-Game. Das heißt, wir werden... Oh, Smokebomb, geil. Das heißt, wir werden viel, werden noch viel erleben. Das ist nicht so kurz wie viele andere Spiele. Genau, wenn ich diese Sachen finde, auch wenn ich bei Sachen, die ich schon habe, wie Smokebomb, dann heißt das, dass ich eine bessere, verbesserte Version dieser Smokebomb jetzt habe. Ich behalte die Rohrbombe in der Hand. Das ist das Einzige, was das Alien loswerden kann. Die anderen Waffen gegen die Menschen brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, da ist eine Tür. Gut, hier ist keiner. Tomorrow Together. Genau, also die Sexton Family wurden die besten, wurden führend im Markt, haben Autos und Chemikalien und Sachen für Schulen und für Gebäude und alles was gebaut im Jahr 2071. Also waren richtig, so ein richtig dick im Geschäft. Achso, und dann haben sie sich dafür entschieden, im Weltraum weiterzumachen. Smythe, have you been practicing the script for the VIPs visiting today? We need to impress. Noise from upstairs says they're the last potential bidders for Sevastopol's Working Joe rollout.
If they go with Weyland-Yutani castoffs instead, the job Seeds and have allocated for us back on Earth are on the line. Don't screw up. Spreading out. Also es ist eine Firma, die halt sehr, wie heißt das, die scheinbar daran gewöhnt ist, groß dabei zu sein und haben schon viel erreicht in ihrer Karriere und das ist jetzt quasi ihr erster Fehlschritt, den sie sich da nicht so richtig eingestehen konnten. Diese ganze Station und vor allem die Androiden, die nicht richtig funktionieren. Find a way to open the door to the warehouse. Okay, gehen wir erstmal hoch. Das Alien ist auch auf den Fersen, wie es scheint, aber hier kommt es erstmal nicht rein. Okay, das kann ich nicht benutzen. Hier kann ich speichern, mache ich aber erst gleich. Ich glaube, das hier mache ich noch, die ganzen Aufgaben hier. So, ja, wollte ich gerade sagen, hier ist so ein Gas. Und dann ist so ein Nostromo-Log, das ist sowas zum Einsammeln. Wo man dann so Tagebücher von der Crew der Nostromo aus dem originalen Alien sich anhören kann. Device invalid. Gut, speichern wir schon mal zur Vorsicht. Das heißt, uns fehlt etwas, um das zu öffnen. Genau, da kann ich nicht rein, das Gas, aber ich weiß, dass man irgendwo eine Gasmaske herbekommen kann. Und dann gehen wir doch erstmal hier rein. Dass man irgendwo eine Gasmaske herbekommen kann und die würde uns dann helfen. Restore Power. Okay, ohne Power können wir die nicht anmachen. Weil diese Androide würden uns dann wahrscheinlich helfen. Das ist nämlich das Ding, man gewöhnt sich jetzt zwar daran, dass sie alle so eine Fehlfunktion haben, aber solange ich keine Sicherheitsrisiko darstelle, greifen die mich ja nicht an. Das haben auch die Typen vorhin gesagt, neben mir vorbeigeschlichen sind. Der eine so, bist verrückt, die bringen doch hier alles um und sowas, und der andere, was, Quatsch. Nur wenn du ein Sicherheitsrisiko bist. Scheiß gruselig aus. Hell yeah! Upgrade Level 2, jetzt können wir noch krassere Sachen hacken. Noch ein Speicherpunkt. Geil, also jetzt sind die ja ganz schön viele. Ja. So in einer halben Stunde bade ich mich. Und, und dann, achso, jetzt kann ich das auch umhacken. Ich höre die ganze Zeit das Alien über uns, wie es da, wie es in den Schächten rumwandert. Da brauchen wir eine Keycard. Da haben wir nix. Dann hoch. Ja, das letzte Mal, beim zweiten Mal durchgespielt, habe ich die Gasmaske für den Raum da hinten gar nicht gefunden. Deswegen müssen wir gucken, vielleicht finde ich den ja jetzt. Und die ja jetzt. Und die Gasmaske. Jetzt kann ich den aktivieren quasi. Dann speichern wir das. Ich hoffe, die Typen kriegen das nicht mit. Mommy, I want a Sixen synthetic. Das finde ich auch witzig. Die haben versucht, daraus, dass die so billig aussehen, einen Vorteil zu machen, indem sie dann hier unten immer schreiben: The artificial person you can recognize and trust.
Die meinten dann, na, die Leute finden es doch viel besser, wenn man, direkt erkennt, dass ein Roboter ist und wenn die nicht so menschlich aussehen, das finden die gruselig und so, sondern in echt funktionieren die anderen Androiden viel besser, wie man in den Filmen ja sieht. Aber das war halt deren, da haben wir versucht, das halt so ein bisschen mehr hochzupushen. Requisition Android. Spedding, now you fired me, you'll have to descend from your ivory tower to pick up the slack. The guys in the commission in Sevastopol have free access to supplies and storage, but everything will need logging. So use the requisitions Android. Power him up, let him out of his box and watch him go. Just like me, huh? By the time you get this, I'll be dead drunk in Jillian's bar. I guess you already know this, but it's been pure hell working for you. This is the best thing that's ever happened to me. Smythe. Sehr froh, dass er gefeuert wurde. Elevator out. I've just got another message from Spedding. So, ich bin wieder da. Jetzt sind mehrere Stunden vergangen seit meiner letzten Aufnahme. Und es ist jetzt nach Mitternacht. Das heißt, gerade sehr dunkel und ich kann die Zaunruhe genießen, weil keiner mir auf den Kopf rumhüpft und ähnliches. Ich habe auch mal in die Aufnahmen reingeguckt, probehalber. Das mache ich jetzt öfter. Nach unseren letzten Erfahrungen. Und, ja, ich bin immer noch zufrieden. Die Aufnahmen sind gut. Nur am Ende der letzten Aufnahme, wo ich nämlich genau die Sachen, die alle machen musste, weil ich jetzt nicht so großartig gespeichert habe, muss ich jetzt einiges nochmal machen. Da hat plötzlich alles angefangen zu hängen. Das lag aber daran, dass mein PC irgendwie 4 Stunden am Stück lief und sowas, war ihm dann zu viel. Das müsste alles noch genauso sein wie vorher, das haben wir das schon gesehen. Das heißt, wenn die Aufnahme jetzt besser läuft, ist das gar nicht so schlimm, da ich jetzt einiges nochmal mache. Dann sehen wir es nochmal schnell das andere raus und macht dann vielleicht so einen Hinweis rein, das sehen wir dann. Ich bin mit dem Uhr. Ich würde gerne ausprobieren, wie weit ich komme. Oh, sie läuft gar nicht rein. Ah, okay. Und zack. Ja, okay, Amanda ist schlau genug, nicht weiterzulaufen. Das finde ich schon mal gut. Jetzt, wo es so schön still ist hier und dunkel, merke ich auch viel mehr wieder, wie unglaublich einnehmend dieses Spiel ist. Also ich vergesse gerade wirklich, also ich habe gerade wirklich das Gefühl, ich will alles um mich herum ausblenden. Now play nice. I need a compression cylinder. Components warehouse. Row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? Hier waren wir schon. Trotzdem gehe ich probehalber lieber nochmal. Ja, doch, hier waren wir schon. Ja. Sehr gut. Ich gehe kurz hier rein. Aber ich weiß, dass hier sonst nichts ist. Genau. Leider kann ich ihm nicht sagen, dass er stehen bleiben soll und mich auch nicht in den Weg stellen. Das heißt, er wird jetzt wieder da reinrennen. Naja, er ist nur mein Android, was soll man sagen. Egal, die Keycard gehört trotzdem uns. Hier hatten wir nichts Sinnvolles gefunden, also gehe ich wieder außen rum. Oh, falsche Richtung.